Leute, Browser XL hier. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Star Wars TIE Fighter. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir heute eine neue Schlacht wählen müssten. Vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber wir waren eigentlich in Mission Nummer 6 und normalerweise haben die hier immer 6 Missionen. Nur so wie es aussieht, the secrecy of the Vorknix project has been compromised. The site must be evacuated. Already Zarin has sent another attack force, consisting of several Karak cruisers and assault transports. No fighters have entered the battle yet. Perhaps Zarin's losses are finally making a difference? Missile boat Mu-1 will join TIE Interceptor Group Gamma and TIE Bomber Group Theta in covering the evacuation. Destroy all enemy craft. Okay. Also auf Zeit spielen, Transporte zerstören und dann im Zweifelsfall hinterher auch noch die dicken Pötte platt machen, würde ich mal behaupten. Continue as you have before. Pursue your primary mission objectives faithfully, while taking every opportunity to run a short-range scan on all major enemy vessels. Alles klar, das kriegen wir hin. Dann mal los. Heavy Rockets lassen wir drin, das passt schon. Weil wenn wir es erstmal nicht mit Jägern zu tun bekommen, können wir mit jeweils 2 Raketen die Assault Transports ausschalten und dann mit den Heavy Rockets die Mutterschiffe. Das sollte machbar sein. Dann gucken wir doch mal. Assault Transport Group Sigma is a threat to our transports. Destroy them. Schon unterwegs. So, da sind nämlich die beiden Kreuzer. Lass mal schauen, wie es aussieht. Auch die Assault Transports müssen wir inspizieren. Okay. Da mal los. Ah, toll. Und da sind die TIE Defender. Naja. Es war ja nicht anders zu erwarten, dass die irgendwo auftauchen würden. TIE Defenders are going to clear the minefield. Ja, entweder oder. Also, hm? Hurry up and finish off the assault transports while the defenders are busy. Der da. Den wollen wir als nächstes. Nein, wir holen uns den erstmal als nächstes hier. Target destroyed. Sehr schön. Komm, mach ihn nicht kaputt. Ja. Genau. So, die haben wir also schon mal, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt mal in die Karaks. Nein, tun wir nicht. Mu-1, incoming missile. Mu-1, incoming missile. Commence boarding operation. Gibt's ja nicht. So. Na, wo ist er? Da. Oh, hier habe ich schon nach Hilfe gerufen. Nein, noch nicht. Nee. Kann ja nicht schaden, noch mal ein paar Geschütze hier in die Gegend zu bringen. Ah, unsere Freunde von Ruh.
Ah, Mist, zu früh zurückgezuckt. Mein Abzugsfinger hier. Okay, nein. Bin ich froh, wenn ich wieder normal hier fliege. Shields are down on Carrick Cruiser Z Beta 3. Ich sollte doch nochmal versuchen, die zu kriegen. Ich muss ihn ja nicht zerstören. Ich muss ihn nur inspizieren. Transport Shadow, just give us one more minute and we'll be through. Carrick Cruiser Z Beta 3's hull just went critical. Go for the kill. Carrick Cruiser Z Beta 1 just lost shields. Und los geht's. Z Beta 1's hull is critical. Go for the kill. Schon dabei. Ich würde es aber nicht brauchen, würde ich mal behaupten. Genau. Deswegen spare ich meine Heavy Rockets lieber für die Büchse auf, weil der hat noch gar nichts abbekommen. Komm schon. Was fehlt uns denn noch? Die müssen nur noch wegkommen, ne? Genau. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ach, na toll, jetzt kommen auch noch Rebellen mit dazu. Weißt du was? Das mache ich jetzt. Alle erstmal namhaft benannten Ziele sind erfüllt. Und damit ist das für mich auch erstmal erledigt. Ich werde mich jetzt sicherlich nicht mit irgendwelchen... We are ready to start the demonstration. Proceed. A Corellian Corvette has been modified to house an experimental cloaking device. This test will confirm our ability to cloak a small starship or freighter with a much lower power consumption than ever before. Ultimately, we hope to adapt this mechanism for use on an Imperial starfighter. Warum haut ihr den ab? Ihr wollt doch das Ding nicht in die Luft jagen. Very impressive. How close are you to perfecting this device? Unfortunately, some technical problems remain. There is a mysterious and possibly catastrophic instability that is caused by using this device in conjunction with hyperdrive engines.
Interesting. Keep me informed on your progress. I may have a use for this device very soon. Das stimmt allerdings. Oh ja. Wer die Thrawn-Trilogie gelesen hat, weiß, dass dieser Cloaking-Device dort durchaus zum Einsatz kam. Ja, da gibt's dann auch noch mal ein bisschen Lametta. Feine Sache. We safely evacuated the Vorknix project in the face of yet another furious attack by former Admiral Zarin. The cloaking device is nearly ready and only needs a safe place for development work to be finished. Gut, das ist ja eine Sache, die momentan halt eben nicht so wirklich stattfindet. mit dir spreche ich nicht, du hast wieder nur zu meckern. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Schlacht, diesmal aber auch wirklich, dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.